Bei Männern mit Prostatakrebserkrankungen ist die Operation, die Prostatektomie, eine häufige und gute Behandlungsmethode. Wenn die Männer dann zu uns in die Reha kommen, gibt es ganz häufig drei Themen gleichförmig in dieser Reihenfolge. Das erste Thema, das die Männer interessiert, ist die Beseitigung der Krebserkrankung. Dann kommt möglichst vollständige Kontinenz, also das Wasser halten können, wieder zu erlangen. Und wenn diese Themen abgearbeitet sind, geht es um die sexuelle Funktion. Ich würde gerne einen ganz kurzen Exkurs in den männlichen Urogenitaltrakt machen, damit Sie wissen, wovon wir sprechen. Hier in der Mitte des männlichen Urogenitaltrakts zentral liegt die Harnblase. Und unterhalb der Harnblase, mit der Harnblase verwachsen an manchen Stellen, ist die Prostata, von der auch die Samenbläschen abgehen. Und von der Harnblase aus geht die Harnröhre, die durch die Prostata, durch den Penis nach außen führt. Und in diesem Zusammenhang vielleicht noch zwei anatomische Begebenheiten, die interessant sind. Am Übergang von der Blase zur Prostata liegt der sogenannte innere Schließmuskel und unterhalb der Prostata liegt der äußere Schließmuskel. Und eine Lagebeziehung, die man sich beim Untersuchen zunutze machen kann, ist die Nähe von Enddarm und Prostata. Weil das so nah beieinander liegt, kann man in der ärztlichen Untersuchung mit dem Finger einen Teil der Prostata ertasten. Ich habe das Ganze mal stark vereinfacht. Blase, innerer Schließmuskel, Prostata, äußerer Schließmuskel, Harnröhre. Und was passiert, wenn man operiert? Bei der Operation wird die Prostata durch den Urologen ausgeschnitten. Und mit der Prostata ein kleiner Teil der Harnblase mit dem Teil des inneren Schließmuskels. Der innere Schließmuskel fällt also bei der Operation. Und es resultiert dann diese Situation, in der die Harnröhre hochgezogen wurde und mit der gerefften Blase durch eine Naht verbunden wurde. Und diese kleinen roten Pfeilchen, die die Naht symbolisieren sollen, sind für mich sozusagen das Zeichen. Es gibt drei Dinge, die diese Naht erfüllen soll. Das eine ist, sie muss dicht sein. Das erfahren die Männer, wenn nach der Operation der Katheter gezogen wird. Da wird vorher eine Dichtigkeitsprüfung gemacht. Da wird geguckt, ob Röntgenkontrastmittel aus der Naht rausgeht. Das zweite, es darf nicht zu weit sein. Wenn die Naht zu weit ist, dann bildet sich ein Trichter und dann ist der äußere Schließmuskel überfordert. Und dritte Bedingung, die Naht darf auch nicht zu eng sein, weil dann ist es zwar einfach, wieder die Kontinenz zu erlangen, aber es staut sich im System, in der Blase und in den Nieren. Wichtig ist auch noch dieses Stück zwischen Naht und äußerem Schließmuskel. Die Urologen sprechen dabei von der funktionellen Harnröhrenlänge. Je länger dieses Stück ist, desto besser ist die Aussicht, wieder die volle Kontrolle über die Blase zu bekommen. Und wie lange das nach der Operation sein kann, hängt zum einen von den anatomischen Begebenheiten ab, wie Menschen sind halt unterschiedlich, große Füße, kleine Füße. Dann hängt es davon ab, wie sehr der Prostatakrebs in der Prostata ausgebreitet war. Wenn er starke Ausbreitung hatte, wird der Urologe großzügiger ausschneiden und es wird weniger Harnröhre verbleiben. Und als drittes hängt es auch vom Geschick des Urologen ab. Ganz wenige Männer können nach der Operation direkt nach dem Entfernen des Blasenkatheters das Wasser komplett halten. Die meisten haben eine Inkontinenz und Definitionen von Inkontinenz gibt es eine ganze Menge. Ich habe mir eine ganz griffige rausgesucht für Sie, die von der Internationalen Kontinenzgesellschaft. Inkontinenz ist jeder unfreiwillige Harnverlust. Nach der Prostataoperation, die vorherrschende Inkontinenz ist die Belastungsinkontinenz. Das ist die, die auftritt, wenn man niesen muss, husten muss, aufsteht, überhaupt Druck auf den Körper bringt. Über 50% der Männer haben aber außerdem eine Dranginkontinenz, das ist unwillkürlicher Harnabgang beim plötzlichen Auftreten von Drang. Und keine Kontinenzform, aber auch etwas Häufiges, was nach Prostataoperationen zu verzeichnen ist, ist eine überaktive Blase, sodass man quasi alle halbe Stunde zur Toilette rennen muss. Und weshalb erzähle ich das? Bis zu 70% der Patienten haben eine Mischinkontinenz nach Prostatektomie, die entsprechend auch in ihren verschiedenen Formen behandelt werden muss. In den urologischen Briefen wird meistens die Inkontinenz in Grade unterschieden, von Grad 1
Urinverlust beim Husten, Niesen, Pressen, Heben und Tragen schwerer Gegenstände über den Grad 2, Urinverlust beim Gehen oder Aufstehen zu Grad 3, Urinverlust bereits im Liegen. Ein bis zwei Jahre nach der Operation liegt die Kontinenzrate zwischen 2 und 25%. Da schwanken die Angaben in der Literatur etwas. Es wird berichtet, dass in den größeren Zentren, die höhere Operationszahlen haben, die Rate ungefähr zwischen 2 und 10% liegt. Und ein höheres Alter, die Radikalität der Operation und vielleicht vor der Operation bestandene Funktionsstörungen sind ein negativer Vorhersageparameter für die Kontinenz. Und am Ende hängt es auch ein bisschen von der Definition der Kontinenz. Der eine ist vielleicht erst dann zufrieden, wenn wirklich eine 100% Kontrolle besteht, und ein anderer kann über ein paar Tropfen vielleicht einfacher hinwegsehen. Eine wichtige Zahl bei uns in der Reha, das wollen eigentlich alle wissen, die mittlere Dauer bis zum Erreichen der Kontinenz beträgt 3 Monate. Und noch eine vielleicht wichtige Zahl, wenn man alle therapeutischen Möglichkeiten ausschöpft, alle medikamentösen, alle physiotherapeutischen und das ein Jahr lang fleißig macht und dann noch eine schwierige Situation hat, dann ist nicht zu erwarten, dass es noch von alleine oder durch die gleichen Maßnahmen viel besser wird. Dann muss man sich andere Strategien überlegen. Ja, was ist unser Plan für die Kontinenz? Ein strukturiertes Kontinenztrainingsprogramm. Zunächst mal sammeln wir Informationen von Ihnen. Wir wiegen die Vorlagen über 24 Stunden, um zu schauen, wie viel Urin Sie unwillkürlich verlieren. Wir messen im Uroflow Ihren Harnstrahl und gucken in der Sonographie, ob das System gestaut ist oder ob eine Lymphflüssigkeitsansammlung besteht. Und das Herzstück des Ganzen ist das Kontinenztraining. Das gibt es bei uns 2-mal wöchentlich im Einzel- und 2-mal wöchentlich in der Gruppe. Und in diesem Kontinenztraining versuchen wir durch Informationen und Üben, Sie dahin zu führen, dass Sie Ihren Schließmuskel, diesen äußeren verbliebenen Schließmuskel, besser spüren und besser trainieren können. Und dieser äußere Schließmuskel, der hat verschiedene Fasern, schnelle und langsame. Eigentlich ist es ein Sprinter, der kurz und schnell starke Kraft entwickeln kann. Und unser Training ist dafür da, dass Sie diesen Sprinter besser spüren und es schaffen, ihn vom Sprinter zum Langstreckenläufer umzutrainieren. Durch die Pflege erfolgen noch Hilfsmittelberatungen über Vorlagen, Windeln, Auffangsysteme, Hautpflege und vieles mehr. Und das Wort Co-Trainer steht für Kontinenztrainer. Männer, die zu uns kommen mit einem hohen Urinverlust, die zur Hälfte des Reha-Aufenthaltes vielleicht sagen, ach, eigentlich spüre ich noch keine Verbesserung, denen verordnen wir ein technisches Trainingsgerät fürs häusliche Weiterüben. Wenn eben nach einem Jahr keine Fortschritte mehr erzielt werden und wenn ein entsprechender Leidensdruck da ist, gibt es verschiedene Operationsmethoden, um die Kontinenz zu verbessern. Bei einer leichten bis mittleren Inkontinenz gibt es einfache Einlagen von Schlingen. Durch die Schlingen wird die Harnröhre ein bisschen angehoben und ein kleiner Verschlussdruck erzeugt. Und wenn noch eine Restfunktion des Sphinkters da ist, reicht das häufig, dass anschließend Kontinenz da ist. Eine Weiterentwicklung ist so ein hydraulisches Sphinktersystem, wo zu diesem Band noch eine Hydraulik hinzukommt, bei der man den Druck an der Harnröhre nachregulieren kann. Wenn alle Optionen ausgeschöpft sind, gibt es auch die Möglichkeit der Implantation eines künstlichen Schließmuskels. Da wird eine Manschette um die Harnröhre gelegt und die ist flüssigkeitsgefüllt und komprimiert die Harnröhre. Und man muss dann in bestimmten Zeitabständen über eine Pumpe, die neben einem Hoden implantiert ist, die Manschette öffnen und den Urin ablassen. Diese Operationen werden in Deutschland nicht so häufig durchgeführt. Das ist jetzt hier eine Untersuchung von 2006 bis 2016. Ungefähr 1000 Mal im Jahr passiert das in ungefähr 200 Kliniken. Das heißt, jede Klinik macht das im Schnitt 5 Mal. Und wenn eine Klinik das häufiger als 20 Mal macht, dann ist es schon häufig. Und mein Tipp für Sie an dieser Stelle, wenn Sie so eine Operation planen, fragen Sie vielleicht in der Prostata-Selbsthilfegruppe nach, wer diese Operation besonders gut kann. Hier in der hiesigen Urologie, die Kollegen Katzenwadl und Grabert sind spezialisiert darin. Ich fasse kurz zusammen. Kontinenz nach Prostatektomie ist ein häufiges Problem, aber mit einem strukturierten und guten Kontinenztraining kommt es nach etwa 3 Monaten bei 80 bis 90% der
Männer wieder zur Kontrolle. Wenn das nicht funktioniert, dann gibt es die Möglichkeit von Hilfsmitteln oder auch im späteren Verlauf von Operationen, um die Kontinenz wiederzuerlangen. An dieser Stelle danke für Ihre Aufmerksamkeit.